Right for Komatsu Forge. I'll join you when I can. Jin. Thank you. Ja. Weil sie unser Leben gerettet hat. Da kann man mal sehen, was das für Karma-Punkte gibt, wenn man jemanden das Leben rettet. Und sie hat jetzt ihren Bruder wieder. Haben wir einen Talentpunkt bekommen? Jo, Tatsache. Ja, wir brauchen aber zwei, weil das hier würde ich schon jetzt als nächstes holen wollen. Das hier. Das andere haben wir noch gar nicht geholt. Kann das sein? Richtig, okay, okay. Ne, aber das hier. Das hier unten haben wir auch noch nicht, ne? Ja, gucken wir mal. Aber das hier. Perfektes Ausweichen. Bin ich mal gespannt. Müssen wir noch ein bisschen warten. Ja, wir könnten mal upgraden. Das könnten wir wirklich mal machen. Hammer und Schmiedefeuer. Reise zur Stadt Komatsu Schmiede. Ja, ja, ja. Aber, ja, eigentlich könnten wir da hin. Wenn das eine Schmiede ist, dann können wir da wahrscheinlich auch unsere Waffen verbessern. Sonst hätte ich gesagt, komm, wir gehen jetzt zum Goldenen Tempel. Und machen das da. Wir haben hier aber auch irgendwie zwei Geschichten. Ach, Sprüh mit Kenji. Hey, Kenji. Oh, eine Kenji-Geschichte. 1 von 3. Yo. Gerne, gerne. Das Gehöft. Hier sieht aus, als hätte es einiges mitgemacht. Ich sollte nachsehen, ob es Bewohnern gut geht. Konnte Taka aus der Sumobucht befreien, aber andere wären noch festgehalten. Ich werde nicht ruhen, ehe ich ihnen geholfen habe. Ah, okay. Okay, okay. Warte. So. Was für eine Rüstung? Also die können wir verbessern? Das ist richtig. Würde ich sogar machen, weil die ist schon cool, nicht nur vom Aussehen, sondern halt auch ein bisschen sneaky. Die ist halt nice hier zum Kämpfen, ne? Aber zum Verbessern haben wir das jetzt noch nicht, weil da brauchen wir nur Leder. Wie sieht's denn aus mit unserem Schwert? Das ist Katana. Das können wir verbessern. Oh, das wäre ja nicht schlecht. Wir haben sogar Gold. Vielleicht können wir's. Ah, knapp. Oder? Ja, knapp. Ja, was heißt knapp? Uns fehlt von allem noch etwas. Obwohl Stahl hätten wir genug, Gold hätten wir. Bis. Ja, von Vorräten und Eisen wird uns noch ein bisschen fehlen. Aber das Katana würde ich sehr gerne dann jetzt upgraden. Egal, wo ich da jetzt hin muss. Hauptsache, wir upgraden das mal eben. Oh, also Sommerwucht. Ah, okay, offene Rechnung, ja. Aber was wir als nächstes machen, ist hier, ey. Erstmal zum Kenji. Den finde ich ja gut. Okay. Können wir auch 10 Leinen. Wir werden jetzt erstmal hier hingehen. Im Goldenen Tempel, da haben wir nämlich alles. Kriegen da auch wieder Geschenke. Bis wir da einmal unser Katana verbessern, machen mehr Schaden. Und dann fehlt gar nicht mal so viel, dann können wir es sogar nochmal verbessern. Aber schau mal, was wir für Geschenke kriegen. Rachsüchtiger Fürst. Vielleicht mal? Ja, dann nimm das mal. Okay, das sieht ein bisschen ulkig aus. Na komm, ich nehme das. Das sieht auch ulkig aus. Goldner hat auch was, ne? Aber ich lasse es mal hierbei. Oder so. Ich glaube, bei Cutscene haben wir so, oder? Haben wir bei Cutscene... Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Nee, bei Cutscene haben wir, glaube ich, nichts vom Gesicht. Glaub nicht. Nee, habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet, aber ich meine nicht. Nee, so finde ich das dann doch schon eigentlich ganz gut. Genau, Rüstungsschmiedin hatten wir hinter dem Tempel. Hi. Aber zu Rüstungsschmieden wollte... Ja, doch. Aber erst priorisiere ich das Schwert. Das war hier in der Ecke. Weil das Katana zuerst. Falls wir dann noch genug Vorräte haben für die Rüstung, die wir jetzt gerade tragen, machen wir das auch. Genau, das hier auf jeden Fall verbessern. Da werden wir immer was von haben. Ja, und wie gesagt, hier fehlt noch etwas Eisen, etwas Vorräte. Nur wenn wir jetzt noch was upgraden wollen, dann haben wir wahrscheinlich wieder weniger Vorräte. Aber ich würde es trotzdem machen. Runenkleidung. Richtig. Würde ich trotzdem machen. Ja, bedeutender Nahkampfschaden. Oh, wenn wir die Rüstung verbessern, kriegen wir einen
einen besseren Hut. Und dann wird der schwarz. Und dann am Ende haben wir einfach eine Lampe auf dem Kopf. Ich will die Lampe. Okay. Ja gut, upgraden wir. Ich finde das, das ist geil. Dass es optisch sich halt auch verbessert. Cool. Zeig mal bitte, wie die am Ende aussieht. Also zuerst hatten wir die... Ich kann gar nicht mehr ganz zurück. So haben wir die jetzt. Dann so, oha. Und am Ende? Oh, keine optische Änderung mehr? Anscheinend nicht. Und Tracht des Reisenden? Oh. Okay. Ah. Okay, das ist cool. Guck mal, jetzt haben wir einen richtigen Strohhut. Also nicht mehr so kaputt. Okay, das war's dann. Dann lass uns, ja, das hier. Ich glaube, diese mythischen Geschichten, die machen wir dann so separat nochmal. Weiß jetzt auch nicht genau, was das sind. Das sind wahrscheinlich nochmal also auch nochmal Stories irgendwie. Vielleicht spielt man dann jemanden anderen. Und man hat dann eine Geschichte von jemandem, die man dann spielt. Kenji, wir gehen jetzt erstmal nach Kenji. Wo porten wir uns denn da am besten hin? Oh ja. Ja, gehen wir hier. So, dann mal schauen. Okay. Kenji, Kenji. Ja, da können wir reiten. Wo bist du? Da. Nimm mein Pferd einfach jetzt, Mario. It's a me, Mario. Go. Wind, zeig dich mal. Warte, was ist denn hier? Oh, das ist ein Bär. Und ein Fuchsbau. Wo ist hier ein Fuchsbau? Warte, warte, warte. Wo? Wo ist hier ein Fuchsbau? Da. Bitte einmal markieren. Da in der Richtung. Da ist er. Dem Fuchs folgen wir. Wo bist du? Wo ist der Fuchs? Da. Oh, der Bär. Schnell, Fuchs. Lass weg von dem Bären. Der frisst uns nur wieder auf. Da, aber Blumen nehme ich mit. Bisschen dunkel geworden hier, ne? Kann ich nicht auch drumherum? Egal. Oh, da dürfen wir den danach streichen. Ich glaube, der andere, der war auch noch irgendwo da, aber keine Ahnung, wo der hin ist. Der eine Fuchs. Aber der ist jetzt auch durchgezogen direkt, ne? Noch ein Inari-Schrein. Dann haben wir einen weiteren Talismanplatz. Ja, okay, der ist auch wieder durchgezogen. Na, ist ja auch egal. Haben ihn ja einmal streicheln dürfen. Da hinten ist mein Pferd. Aber auch der Bär, das ist das, der Bär. Komm, 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 gib Gummi. Der Bär hat es echt auf uns abgesehen. Da lang. Oh, was ist das? Oh, wie geil wäre das hier so. Oh. Die kämpfen gegen Bären. Sind das denn Mongolen? Oder? Ja, nee. Kämpft ihr mal gegen die Bären. Ah. Nee. Gibt's doch nicht. Lass mich in Ruhe. Ihr kämpft doch gerade gegen den Bären. Und greift die Minen jetzt an. Oh, das sieht schön aus. Das Dorf. Das steht jetzt wahrscheinlich auch nicht unter den Mongolen. Das ist wahrscheinlich jetzt hier, wo Kenji ist. Hallo? Warte mal, lass mal absteigen. Hi. Sprechen. Ich will zu Kenji. Ich will mit den Leuten sprechen, das ist richtig, aber ich möchte... Da hinten ist Kenji. Kenji! Mein aller Jude ist da. Lord Sakai. Hey, was geht? Kenji, what are you doing here? Something has gone very wrong, my lord. Oh nein, erzähl mir davon. What did you do? Nothing.
The Mongols have taken all our food. Oh, rice, millet, nee. Fish, anything they can lay hands on. Man nimmt den Fisch. You say we. This isn't your farm. I have been thinking about what you said. And I'm trying to help the farmers here. Where the Mongols camped. Who knows? They show up every few days and pick up the food and cart it away. I could ambush them. It's not that simple. They've taken hostages. If we don't produce the food, it's... There must be a way to find them. Ja. There is. Aber wo er recht hat. Like it. I will decide that for myself. Es geht mal wieder darum, Nahrung zu beschaffen. Diener des Volkes. Oder zumindest die Mongolen daran zu hindern, die Nahrung hier wegzunehmen. All of it from this farm? The farm, scavenging abandoned homes, fishing and hunting, just to fill the bellies of the enemy. Das ist übel. What brought you here in the first place? Once the Mongols connected me to you, most places got too dangerous. Oh, okay. I thought an out-of-the-way farm would be safer. Food and drink for the Mongols, but the sake barrel is empty. Ah, und da soll ich rein? Your plan is to anger the Mongols more? Not exactly. The barrel is very roomy. It could hold a heavily armed rogue samurai. Ich mag Kenji. A flabby, flexible sake merchant. The Mongols will take the barrel to the heart of their camp. Who could do more good there? Me or you? I don't know why I keep letting you hide me inside things. Because it works. Ja, hat recht, Kenji. Das ist richtig. Ja. Die Pläne funktionieren doch. Aber warte mal, war er nicht erst dagegen? Stimmt, erst war er dagegen. Also bei der Karre. Aber da habe ich ja schon gesagt, eigentlich ist es ein guter Plan. Und das hier ist ein funniger Plan. Guck mal, das ist halt, die haben halt Essen und Trinken, haben sie halt. Aber das müssen die halt abgeben. Und dann haben die selber nichts mehr. Das versuchen wir jetzt zu verhindern. Ab ins Fass. It smells like your breath in here, Kenji. Well, that barrel didn't empty itself. Get ready, my lord. Here they come. Meinte, der trinkt erstmal das Fass leer. Yes, yes, all yours. Take, take. Pastor Morigov. No. That's Miko. Miko is my horse. Mine. Nadamatat. Morbignik Borson. Ow. Oh, wollen die jetzt das Pferd auch noch von ihm mitnehmen? Oha. Haben die jetzt von Kennedy das Pferd mitgenommen? Oh nein. You can't do this. Oh. Miko, no. Oder haben die das Pferd jetzt gekillt, hä? Wohl eher mitgenommen, oder? Als ob die jetzt... Als ob die jetzt das Pferd einfach so killen, um den zu ärgern. Kenji's Plan actually worked. Kenji's Plan hat funktioniert, ja. Können wir sein Pferd auch dann retten? Will das Kenji sein Pferd Miku wiederkriegt. Ey, hey, 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 hey! Ja, ey! Meinte, da kommt hier mal eben lang gelatscht. Na, dann kommt mal her. Gebt meinem Kumpel sein Pferd wieder. Warte mal, ich sehe nichts hier, die Kamera. Ja, warte mal, wenn du jetzt kämpfen willst, dann wechsle ich. Okay, den haben wir. Warte, wechseln. Den haben wir auch. Den haben wir auch. Oh, und der hat sich eingemischt. Jetzt nicht der Schildtyp einmischen. Warte, dafür muss ich wechseln. Warte mal, wer will denn jetzt? Wer will denn jetzt zuerst? Du hier? Komm her. Warte mal, wer wäre jetzt der Schildtyp? Nee. Erst er hier. Wow, und jetzt können wir wechseln. So.
So, da hinten haben wir einen Bogenschützen. Ab dahin. Warte. Und Angriff. Einer ist da unten aber noch. Ich glaube, ein Speerkämpfer. Ja. Ja, die sind gar nicht mal so schön. Die machen immer so einen Angriff, während man gerade in der Combo ist. Machen die dann so einen Angriff, wo man schnell noch eigentlich reagieren sollte. Aber weil man denkt, man ist in der Combo, können wir durchziehen. Ist das Kenji? Nee, sprich mit den Gefangenen. Okay. War kurz verwirrt. I can't believe it. We are saved. Habt ihr ein Pferd gesehen mit dem Namen Miko? Take this food back to your farm. Give Kenji the good news. Kenji? Why would I give him anything but a punch in the mouth? What do you mean? He's the idiot who got us into this mess. He tried to cut a deal with the Mongols. Oh, Lord Sakai. Was? That was amazing. Kenji, you suck his thrilling piece of monkey dung. I'll handle this. Kenji, erzähl mir, was los ist. Explain yourself. I might have sold the Mongols food, but given them straw and wood chips instead. To make a profit? To save the farmer's food. You didn't think the Mongols would notice? Ja, das war wirklich blöd. Not so quickly. All of a sudden it was punishment, hostages. Give us food or we kill you. I was wrong to encourage you to make yourself useful. What? No, no. No, you weren't wrong, Lord Takai. I can do good. Ich glaube, er kann. Ja, 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 so hat sich seine Geschichte gerade angehört. Er hat ja versucht, was Gutes zu tun, aber... Ja, das stimmt leider. Ach, Kenji. Er hat ja versucht, was Gutes zu tun, aber... leider auf die falsche Art und Weise. Auf eine ziemlich unüberlegten, doofen Weise. Er hatte einen guten Gedanken anscheinend wirklich dahinter. Er hat sich gesagt, ja komm, wir tricksen die Mongolen aus, wir tun da jetzt nicht wirklich Nahrung rein. Haha, so, dann haben wir noch Nahrung, also die Dorfbewohner, aber die nicht. Aber ja, lassen die nicht auf sich sitzen, natürlich nicht. Alles mal des Wohlseins. Aber ich will weitermachen, die Geschichte. Und wir wissen, was aus Kenji noch wird. Choke on a rice ball. Oha. I can tell you don't want to talk about this right now. Goodbye, Taro. Set yourself on fire and mate with a Mongol. Boah. Ja, okay, ich kann seine Ärger verstehen. Der ist sauer, weil er hätte fast sein Leben verloren. Es steht halt Leben auf dem Spiel, ne? Hat er denn jetzt sein Pferd verloren? Das mit dem Pferd geben hat jetzt irgendwie gar keine Rolle mehr gespielt. Ah doch, da ist sein Pferd, oder? Ah, das ist sein Pferd. Was macht er? Ach, er ist am Trinken. Okay, warte mal. Wollen wir die Geschichte mit ihm denn jetzt fortführen? Oh, müssen wir wieder warten? Eins von drei haben wir abgeschlossen. Wollen wir jetzt aber nicht weitermachen? Warte mal. Wie kann ich mir das ganz durchlesen? Gar nicht mehr, oder was? Er meinte, das würde nicht einfach werden. Egal. Ja, okay, dann haben wir ja jetzt offene Rechnung hätten wir noch. Dann befreien wir die anderen, die noch gefangen sind hier unten. Ja, wir könnten uns... Ja, wir können ja mal gucken. Wir können ja mal dahin. Und schauen wir mal, ob wir da jemanden zum Reden haben. Kehre zu Asamabuch zurück oder wird das jetzt ein Solo-Ding? Also eine komplett Solo-Mission. Mit Kenji müssen wir anscheinend wieder warten. Bis wir da wieder weitermachen können. Ja. Schauen, ob wir noch einen Inari schneiden finden. So ganz random natürlich. Und das Gegner? Tatsache. Bringt es eigentlich Erfahrung, ne? Gegen die zu kämpfen? Ja, ich glaube schon. Oh, huch. Okay.
Den haben wir besiegt. Okay, wer will Beef? Er hier zuerst. Oh, und der mischt sich ein. Heieiei. Ach, jetzt habe ich ihn zweimal geheilt. Aber irgendwie leckt es gerade. Warum? Immer nach dieser Cutscene. Ja, ja, jetzt geht's wieder. Okay, nevermind. Dann greift mal an. Jetzt bin ich ready. Warte, wechseln. Jetzt angreifen. Da haben wir einen Speerkämpfer. Da müssen wir nochmal wechseln. Nein! Ah! Ja, ich weiß auch nicht, warum es gerade laggt. Es laggt! Aber aufs Übelste. Hallo? Ah, danke schön. Den haben wir jetzt auch. Okay. Alle besiegt. Aber ich weiß nicht, nach dieser Cutscene irgendwie, das hatten wir vorhin schon einmal, da hat es angefangen zu laggen. Befreit mich, ein Bürger. Wo bist du denn? Ich bewege mich hier gerade, aber es ist ja gerade am laggen. Ich glaube, ich muss gleich da mal neu starten. Irgendwie habe ich irgendwas verbuggt. Ich weiß nicht, wo du bist, Bürger. Bitte sag... Ah, da hinten. Ich hab dich. Komm her. Hold still. Okay, dann machen wir jetzt Schluss. Dann machen wir jetzt Schluss. They caught me at the crossroads north of Tsutsu. They take everyone who passes by. They're controlling the roads to capture travelers and put them to work. Is there anything that can stop them? I'll try. Okay. Avoid that crossroads for now. Ich glaube, die Cutscene von gerade, also am Anfang des Kampfes, da haben wir ja diese... Da haben wir XP bekommen. Da haben wir ja diese Szene, wo wir Y drücken müssen, um den Gegner nach dem Herausforderungen direkt zu erledigen. Irgendwas hat das Spiel gerade verbuggt. Ich glaube, ich muss das einmal neu laden. Aber wir beenden damit auch jetzt diesen Part. Beim nächsten Mal geht es dann wieder weiter. Und dann werden wir wieder, ja, nochmal ein paar Leute befreien gehen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber vielleicht noch ein bisschen, ja, noch den ein oder anderen dazu kriegen. Was ist denn jetzt aktuell unsere Mission? Schmiede ein Werkzeug zum Erklimmen von Burg Haneda. Bin ich mal gespannt, was wir da für Equipment bekommen. Bis dahin. Dankeschön fürs Einschalten. Bis dahin alles Gute. Und bis zum nächsten Mal. Schön mit Ö, auch mit V. Und wie immer. Bye-bye.